Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Soul Zero. Wir sind wieder auf dem Mars gelandet und es gab wieder eine neue Version, die 0.8, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ja, wir hatten ja ein kleines Problemchen und zwar sind ja unsere ganzen Solarpanels weggeflogen. Das war natürlich blöd und jetzt müssen wir schauen, dass wir das alles schnell wieder aufgebaut bekommen. Mit der neuen Version, ihr seht es hier schon, sind ja hier neue... jetzt muss ich kurz gucken. Es sind ja hier neue LEDs, also das hier ist zum Beispiel neu. Und es gibt, wir schauen mal einfach, was es noch so alles Neues gibt. Ich bin gespannt. Hier ist auch noch zu, warum auch immer. Machen wir es mal auf. Ja, wir holen uns jetzt erstmal kurz ein kleines Raumschiff, damit wir hier wieder ein paar Supplies hier oben haben. Und eine Neuigkeit gibt es auch noch mit der das ist nämlich auch neu hier, jetzt war ich gerade ein bisschen überrascht. Also darauf hat mich einer von euch aufmerksam gemacht, nämlich Gelse, vielen Dank dafür. Mit der neuen Version ist auch die Steam API mitgeliefert worden. Das ist also praktisch schon mal eine DLL-Datei, die man für Steam dann später benötigt. Und auch der Workshop ist wohl schon zu 50% vollständig, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Das klingt natürlich alles sehr gut, das heißt, das Spiel wird hoffentlich dann bald auch bei Steam erscheinen. Also wer es noch nicht hat, der sollte sich vielleicht jetzt noch, Supplies wollte ich, der sollte vielleicht jetzt noch zugreifen und die Variante für 3,99 Dollar kostet sie, glaube ich, sich kaufen. Also wer das gerne möchte, wer das auch mal anzocken möchte, jetzt ist noch die Gelegenheit dazu, dann ein kleines Schnäppchen zu machen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es auch dann mit Steam funktioniert, aber ich gehe mal davon aus, dass es da dann irgendeine Möglichkeit gibt. Ich bin gespannt, wie man das lösen wird. So, wir schicken die Rakete erstmal los. Das ist alles neu hier. Das sieht echt cool aus jetzt. Viel besser als vorher. Und es läuft, glaube ich, auch ein bisschen besser. Wie gesagt, der Ladebildschirm, der war ja schon in der letzten Version neu. Der hat mir da schon sehr gut gefallen. Und ja, wir schauen mal, was uns noch alles so erwartet. Es gibt wohl noch irgendwie Luftschleusen, wenn ich mich nicht irre. Da bin ich mal gespannt. So, wir landen erstmal. Und zwar landen wir erstmal hier. Verdammt, ich habe den Methanextraktor vergessen. Egal. Müssen wir, aber wir haben, glaube ich, genug Methan, um das Ding nachher zurückzuschicken. Ja, nicht genug Power, das ist mir durchaus bewusst. Hier gibt es jetzt auch so einen Upgrade-Knopf, den habe ich vorhin schon gesehen. Das würde mich auch mal interessieren, was der denn macht. Das könnte man eigentlich hier mal ausprobieren. Was passiert dann? Okay, dafür brauchen wir erstmal ein bisschen noch was, um das upgraden zu können. So, du holst dir mal schnell eine Kiste. Wir müssen nämlich noch ein paar Solarpanels bauen. Wir sollten vielleicht auch anfangen, die ein bisschen... die ein bisschen zu verteilen. Dann setzen wir am besten hier hinten nochmal welche hin. Das heißt, wenn ein Wirbelsturm hier mal drüber geht, ist es nicht so schlimm, weil wir an anderer Stelle dann noch welche haben. Das müssen wir jetzt mal schauen, dass wir das irgendwie noch gelöst kriegen. So, bauen wir mal. Gucken wir mal, ob da noch was Neues gibt. Ne, das sieht alles noch so aus wie vorher. So, wir setzen die Solarpanels mal hier schön in die Ecke. Ja, also auf jeden Fall läuft das ein bisschen besser. Also das läuft wesentlich geschmeidiger auch. Muss ich schon sagen, da hat man das nochmal deutlich verbessert. Wo ist denn eigentlich jetzt unser anderer Astronaut hin? Ach nee, wir hatten nur noch einen, oder? Irre ich mich jetzt? Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Wo willst denn du jetzt mit der Kiste hin? Wir setzen hier nämlich noch ein Solarpanel. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen zweiten Astronauten und wahrscheinlich sogar einen dritten, wenn wir die... Weil die müssen ja auch immer repariert werden und der dann von dort nach dort gelaufen ist, ist es ja dann auch immer ein bisschen hin. Hier noch welche drin? Ja, 6 Stück sind noch drin. Die nehmen wir dann mit dem nächsten Start nehmen wir dann noch so ein paar Astronauten mit hoch zum Mars und dann. So, jetzt bauen wir die Dinger mal fertig, damit wir hier wieder ein bisschen mehr Power kriegen. Ist online.
Wir hatten aber ganz schön viele Solarpanels, wenn ich das jetzt so sehe. Müssen wir noch ein ganz Stück bauen, wenn wir jetzt hier minus 32 Kilowattstunden noch haben. Weil die hinten sind, glaube ich, auch noch nicht fertig. Ist natürlich doof, dass der die jetzt nicht repariert, aber ich glaube, hier gibt es momentan noch ganz andere Probleme. Die ganzen Oxygen, also die ganzen Sauerstoffgeneratoren fallen alle aus. Das ist natürlich doof. So, wie viele Kisten haben wir noch? Drei Stück noch. Okay, dann bauen wir jetzt das Ding hier noch fertig. Und bauen dann mit den restlichen zwei Kisten hier unten die noch fertig. Ja, du sagst mir die ganze Zeit nicht genug Power, nicht genug Power, nicht genug Power, das weiß ich auch. Aber wir arbeiten ja dran, dass wir hier wieder schnell online kommen. Und hier hinten können wir dann gleich, wenn wir da unten sind, die Solarpanels nochmal reparieren. Jetzt hat er schon alle verbraucht. Ich fasse es ja nicht. Dann haben wir nur noch eine Kiste. Und die wird er sich jetzt wahrscheinlich gleich schnappen. Population is too low to support the colony. Ja, die Meldung kennen wir auch schon. Wenn jetzt noch irgendwie so ein Sauerstoffgenerator ausfällt, haben wir ein Problem. So, reparieren wir hier gleich noch. So. Na, sind wir jetzt schon mal auf minus 12. Jetzt fährt er natürlich damit, der jetzt ist wirklich nur einer ausgefallen. Ach Mensch, okay, so. Refuel und starten. Dann kann die schon mal zurück. Plus machen wir aber immer noch, wenn auch nicht viel. Aber es reicht auch so. Jetzt müssen wir warten, bis wir das nächste Mal starten können und können jetzt hier noch ein bisschen uns mal umsehen. Bin gespannt, was hier ein Upgrade bringt. Ich habe mich nur gewundert vorhin, dass die Schotten hier zu waren. Vielleicht regelt das auch sich schon selbst ab hier, wenn da so ein Dings aus, wenn da so ein Sauerstoffgenerator ausfällt. Kann ich jetzt allerdings noch nicht bestätigen. Müssen wir mal gucken. Weil jetzt ist ja noch alles offen. Hier war ja auch zu, aber das kann auch sein, dass ich es einfach nur vergessen habe aufzumachen. Ja, nicht genug Power, das weiß ich auch, aber ich kann im Moment nichts dran ändern. Weil wir haben, ja, es fehlen noch 10 Kilowattstunden, das ist jetzt nicht mehr so viel. Das Recycling Center ist kaputt gegangen, hier hinten, ja, können wir auch nicht reparieren momentan. Müssen jetzt einfach schauen, dass wir da wirklich jetzt hier keinen Ausfall mehr von den Sauerstoffgeneratoren haben. So, nächster Start ist bereit. Da ist schon wieder was zugegangen. Warum auch immer, vielleicht ist es auch ein Bug, das kann natürlich auch sein. Ja, ich würde eigentlich ganz gerne noch einen Astronauten mit hochnehmen, aber das wird, glaube ich, ein bisschen zu viel. Wir brauchen eigentlich momentan mehr Crafts eigentlich. Müssen wir dann beim nächsten Start dann mitnehmen. Vielleicht können wir dann auch eine große Rakete nehmen. Ich weiß gar nicht, warum wir die jetzt nicht nehmen können. Wir haben doch das Launchpad ist da und ich glaube, die haben, oder haben wir die noch nicht zurückgeschickt? Doch, die haben wir doch schon zurückgeschickt, oder? Oder irre ich mich jetzt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, die steht noch da. Okay, alles klar. So, wir landen wieder hier hinten in der Ecke. Dann müssen wir gucken, dass wir die hier nochmal zurückgeschickt kriegen dann. 1600 reicht noch nicht. Und Wasser könnte auch eng werden dann. Ey, Kollege, wo läufst denn du hin? Wir brauchen Kisten. So, der wird jetzt mal losziehen und die kaputten Dinger reparieren. Oh, da sind schon zwei ausgefallen. Das ist natürlich schlecht.
So, dann bauen wir mal erstmal wieder noch eine Reihe hier. Ich glaube, wolltest du jetzt reparieren gehen hier? Astronaut? Nee, brauchst du nicht. Das macht dort der Gabelstapler. So, die Folge ist schon wieder vorbei. Die Folge ist schon wieder vorbei. Das war's schon wieder. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter mit den Solarpanels und dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es dann sogar schon wieder eine neue Version und vielleicht ist es dann schon bei Steam, wer weiß. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da oder schreibt einen Kommentar. Würde ich mich sehr drüber freuen und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin, tschüss, ciao, euer David von meinika.de.